Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Remake von Kinder. Ja, da war ganz schön was los in der letzten Aufnahme. Da haben wir nette Ferien bei unseren Großeltern verbracht. Kommen nach Hause, ein abgetrennter Kopf fällt uns entgegen. Unsere alte Schulfreundin fängt an, uns zu beißen. Und unser alter Schulfreund rettet uns. Der ist übrigens jetzt in der Party. Das ist der Rio. Ja. Und wie man hier sieht, der hat bei Spirit auch nur eins und eben auch nur so eine Kinderschere. Und bei Spirit haben wir, das haben wir schon gesehen, haben wir 18. Aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen müssten wir immer noch haben. Haben wir 18. Wir haben auch etwas mehr von einem. Wir haben 7, er hat 6, aber das ist ja kein großer Unterschied. Und wir haben erstaunlicherweise da so einen hohen Wert. Naja, wird sich noch zeigen, zu was das wohl gut ist. Zunächst gehen wir erstmal weiter. Keine Sorge. Shunsuke, du bist zurück. Sayaka! Wusste gar nicht, dass sie so nahe stehen. Da sind einige Kinder, die ich nicht kenne. Ich sollte sie kennenlernen. Ihr werdet euch kennenlernen. Also ihr werdet mich kennenlernen. Also das hier, das ist Sayaka. Meine Geschichte ist fast dieselbe wie die von Rio. Da war niemand zu Hause an diesem Morgen und ich dachte, ich gehe ins Geheimversteck. Wir erinnern uns, Rio hat in der Stadt lauter Berge von Leichen gefunden und war darüber, sagen wir mal, leicht beunruhigt. Bis er dann gesehen hat, dass wir von Mami angegriffen wurden und er uns geholfen hat und wir jetzt zusammen sind. Ach so, sie dann, ja, vielleicht nicht zu viel davor erzählen, aber Rio hat ganz viele tote Leute gesehen. Ich dachte, das passiert nur im Film oder im Fernsehen oder sowas. Es ist wirklich unheimlich. Da hast du recht, Sayaka, da kann ich nichts hinzufügen. Ich denke, das ist Takumi, er ist in meiner Klasse. Hallo, Takumi. Oh, was wird mit uns passieren? Die ganze Stadt ist durcheinander. Rio sagt, er hat tote Leute gesehen. Und du warst auch in Gefahr, oder? Ja. Okay. Wer bist du? Das ist Rio. Ist jeder außer uns gestorben? Na, jetzt mal nicht pessimistisch werden. Ich denke, wir sollten diese Notiz lesen, um sicherzustellen, dass wir nicht genauso enden. Ach ja, da war ja was. Gut, Notiz lesen, das hat oberste Priorität. Ja. Und die Notiz zeigt dasselbe an wie vorher. Man muss blockieren, dann bekommt man nur ein Viertel Schaden und den Feind beobachten. Ja, und die speziellen Fähigkeiten. Okay, das wär's dann. Wer bist du? Was hast du denn so vor? Oh, ich mach mit meinem Telefon rum. Ich ruf mal um Hilfe, ja? Ich glaube, ich bin die Einzige mit einem Telefon. Und mit roten Augen und einem Army-Top? Naja, okay. Aber kein Empfang. Dö, dö, dö. Zur Hölle, ich krieg noch nicht mal Spam. Hättest du dir wahrscheinlich auch nie gedacht, dass du den Spam mal vermissen würdest, ne?
Oh, ich denke, ich sollte mich mal vorstellen. Ich heiße Rai. Ich bin Shunsuke Rai. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Sie scheint fröhlich zu sein. Naja, kann uns nur recht sein. Ich meine, in der Apokalypse-Situation nur miese Peter um sich rum. Ich weiß ja auch nicht. Der sieht nicht so cheerful aus. Was? Hi, ich bin Shunsuke. Oh, Ryo hat mir von dir erzählt. Mein Name ist Hiroto. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen, Hiroto. Mach dir keine Sorgen um das, was draußen vor sich geht. Denn ich mach mir am meisten Sorgen. Tut mir leid. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Richtig. Naja. Oh. Oh. Haha. Der scheint älter zu sein. Wahrscheinlich der älteste von uns. Okay. Da haben wir auch verschiedene Charaktere anscheinend. Sie wird mich nicht, also man muss sie von vorne ansprechen. Ich dachte, das tue ich gerade. Okay, vielleicht so. Ja. Ich bin Shunsuke, wie heißt du? Oh, tut mir leid, ich... Aya, ich heiße Aya. Freut mich, dich kennenzulernen, Aya. Ja. Fühlt sich so an, als wäre ihr Körper anwesend, aber nicht ihr Geist. Ja, jetzt haben wir mit allen geredet. Und ich höre dauernd ein Klick, ein Ticken einer Uhr. Entschuldigung. Die Uhr tickt, aber die Zeit scheint nicht richtig zu sein. Ja, was jetzt? Nochmal mit Ryo reden? Ich bin froh, dass ich dich vorher retten konnte, aber ich denke, wir sollten alleine nach draußen gehen. Von jetzt an alleine nach draußen gehen. Okay. Das ist nicht gut, sagt Rai. Warum denn nicht? Das blöde Ding hat keinen Empfang. Was zur Hölle ist das? Vielleicht sind die Radiowellen... dass die nicht richtig übertragen, könnte doch sein. Vielleicht. Aber scheiße, das heißt, wir können nicht nach Hilfe rufen. Naja, was ist mit einer Telefonzelle? Da ist eine draußen von diesem Hacksladen. Also nicht Hack, sondern Hex. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Eine öffentliche Telefonzelle funktioniert vielleicht noch. Ja, das hört sich nach einer besseren Idee an. Versuchen wir es mal. Wer? Ich gehe. Ja, aber du bist gerade hergekommen, Shunsuke. Ja, ich habe Angst, aber irgendjemand muss gehen. Ich bin der Held. Ich komme mit dir, ich mache mir Sorgen.
Danke, Sayaka. Noch einer mehr wäre schön. Hey, Takumi. Ja, warum ich? Bitte komm. Okay, das sind drei. Die Telefonzelle außerhalb des Ladens. Okay, wir haben jetzt drei in unserer Party. Und zwar sind wir einmal der Shunsuke, den kennen wir schon. Die Sayaka. Was kann die denn? Also die hat einen Kompass. Also es scheint eher ein Zirkel zu sein. Bitte nicht als Waffe benutzen. Ja, das sind wieder normale Kinderklamotten. Die Übersetzung ist vielleicht auch etwas komisch manchmal. Can pull tab used in a pretend wedding. Vielleicht ist das so ein eisengebogener Ring, aber da kann ich wirklich nichts sagen. Spirit haben alle nur eins. Attack ist relativ hoch. Defense, Attack und Agility ist hoch. Defense dagegen eher gering. Na gut. Ich will nur ein bisschen was über die wissen. Über die Leute, die ich dabei habe. Der hat nur Klamotten an. Und die Agilität ist recht groß, aber... Also... Shunsuke ist der Stärkste. Okay. Dann gehen wir mal los. Wieso sind da diese Stellen im Boden? Werden die noch wichtig? Oh. Ich spüre es, wir werden gleich angegriffen. Etwas südlich, dann nach Osten an der ersten Ecke und dann... Ach, mach doch mal die Musik leiser! Und dann bist du beim Hackshop. Da ist eine Telefonzelle. Ja, und Osten ist gegenüber von Westen. Okay. Also insoweit kenne ich mich aus, das geht schon. Also nach Süden. Dann nach Osten. Ist das da schon? Nein, scheint nicht so zu sein. Das ist doch Osten, oder? Ich habe mich jetzt schon verlaufen und kann nicht lesen, was auf dem Schild da steht. Vielleicht hier jetzt wieder nach unten, nach Süden? Hier komme ich ja irgendwie nicht weiter. Moment. Wenn ich jetzt ganz zurückgehe... Da passiert nichts. Moment. Da passiert nichts. Also nach Süden und dann nach Osten, aber vielleicht etwas weiter unten. Also hier ist die Polizei. Ich kann hier einfach drüber laufen. Vom Mapping hier etwas schlecht. Oh Mann. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich mich schon verlaufen. Ja, also da müssen wir nicht reingehen. Da ist die Polizei. Was ist das?
Oh, da können wir was kaufen. Aber Moment, ja, die verkaufen alles. Oh, aber wir wollten ja eigentlich zur Telefonzelle, ne? Ja, okay, also ich gehe nochmal hoch. Und dann gehe ich nochmal runter. Und dann gehe ich hier lang. Also das ist nicht richtig. Also dann kann es ja nur hier sein. Das sind Apartments. Ja, super, schön verlaufen. Naja, das hier sieht aus wie ein ganz normales Gebäude. Und hier runter. Ui, da sind wir, glaube ich, bei uns zu Hause. Hier schwebt alles irgendwie in der Luft. Also das sieht so aus, als würde die Straße so in der Luft schweben. Was mich aber auch nicht viel weiterbringt. Ja, da ist eine merkwürdige Kraft, die uns hindert. Ja, dann sollen wir unseren, dann können wir auch den einfach aus der Stadt rausgehen, aber wir bleiben natürlich standhaft da. Wir laufen nicht einfach weg. Gut, und im nächsten Teil zeige ich euch mal, ob ich nicht vielleicht irgendwo eine Telefonzelle gefunden habe und den Plot weitergeführt habe. Also dann, ich verabschiede mich. Tschüss!